Unser USA-Urlaub beginnt in Bremen. Aber warum denn in Bremen? Das kann ich mal eben kurz erläutern. Und zwar bei den Aufnahmen, die man hier sieht, begeben wir uns auf den Weg zum Atlantic Hotel Airport. Airport, wie man schon hört, das Hotel befindet sich am Flughafen. Und zwar an dem Flughafen, wo wir am nächsten Tag unseren ersten Flug antreten müssen. Und warum wir das Ganze an dem jetzigen Tag machen und nicht erst morgen, das kann Stefan mal eben erklären. Ja, normalerweise hätten wir dann sehr früh aufstehen müssen, da der Flug bereits um 6.20 Uhr losgeht. Man muss ja mindestens 2,5 Stunden vorher am Flughafen sein. Dann noch die Taxifahrt zum Flughafen. Das wäre einfach zu früh geworden. So haben wir uns gedacht, wir machen das ganz entspannt, dass wir schon am Flughafen aufwachen. So, Tag. Erstmal Roomtour und was ich schon mal sehe, sieht sehr, sehr gut aus. Aber wir fangen mal wie immer an und zwar mit dem Badezimmer, was sich hier direkt neben mir befindet. Vorsicht, nicht erschrecken, Stefan. Ja, ganz gut geräumig. Nochmal eine Jumpscare-Warnung, noch ein Spiegel und ja, Waschbecken, noch ein Spiegel. Und dann ganz wichtig, wenn der Stefan hier einmal eintritt. Eine große Dusche. Achso, ich habe mir gerade schon geholt. Ich dachte, hier wäre noch so ein Glas, aber. Ja, fertig. So geräumig ist das Ganze gar nicht. Ist ganz schön eng, wenn Stefan und ich hier drin stehen. Garderobe, zwei Getränke und eine Kaffeemaschine. Ich glaube, nur das Wasser werden wir beanspruchen, wenn es alles kostenfrei mit im Zimmer. Natürlich das Wichtigste: der Fernseher. Und natürlich hier ein Bett, von dem man auf dem besten Wege Fernsehen gucken kann. Dann haben wir hier noch einen Schreibtisch. Was ist denn das hier? Das ist wohl eine Minibar, oder? Oder was ist das? Kann man hochheben. Hä, was soll das sein? Kühlschrank ist das nicht, oder? Das ist das. Egal, was auch immer, dann haben wir hier ein, ja, was soll das sein, ein kleines modernes Sofa. Also hätten wir eigentlich heimlich noch wen hier mit ins Zimmer nehmen können, der hier auch schlafen kann. Aber da Stefan und ich unsere Ruhe haben wollen und den Urlaub zu zweit genießen wollen, ohne Simone, nicht wieder falsch verstehen, Simone möchte zu Hause bleiben, bevor wieder alle fragen, was nimmt die Simone nicht mit. Simone ist diejenige, die alleine sein möchte, also sind wir eigentlich zu mitleiden, aber uns gefällt es ja eigentlich auch ganz gut, ohne Simone. Ja, sitzen wir schon wieder in der Bahn, zurück Richtung Innenstadt. Was haben wir jetzt vor? Wir wollen jetzt gleich mit Simone unser Abschiedsessen machen, die jetzt noch arbeitet. Und wir treffen uns gleich beim Edelweiß, eines unserer Lieblingsrestaurants. Waren wir schon ganz lange nicht mehr gewesen. Freuen wir schon sehr drauf. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was wir uns so zu essen aussuchen, ne? Ja, mal gucken. Also Edelweiß ist ja bayerisch, also nehme ich höchstwahrscheinlich Weißwürste. Ja, jetzt sitze ich hier ganz entspannt an der Weser rum. Vielleicht fragt man sich jetzt, weshalb. Wir haben uns beim Kofferpacken diesmal nicht so viel Zeit gelassen wie sonst. Wir haben die also erst ganz spät gepackt, eigentlich erst gestern. Ja, und eben im Hotel ist uns aufgefallen, wir haben was vergessen, was John gerade geholt hat. Diese USB-Stecker für Deutschland. Für USA haben wir sie natürlich mit, aber für Deutschland haben wir sie nicht mit. Und die brauchen wir natürlich im Hotel, um unsere Apple Watch, unsere Handys, unsere Akkus aufzuladen. Ja, man darf ja nicht vergessen, viele, die jetzt für das Video gucken, denken, ja okay, Handy aufladen kann man dann auch wohl am nächsten Tag im Flugzeug, aber wir müssen ja unser komplettes Equipment, sage ich mal, aufladen, womit wir das Ganze dokumentieren, damit man das im Nachhinein digital konsumieren kann. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall brauchen wir die Dinger. So, jetzt geht dann der Fußmarsch bei der elendigen Hitze Richtung Hauptbahnhof weiter oder los, würde ich sagen. So, Simone hat sich zu uns gesetzt. Gesellt, ja, ich habe mich zu euch gesetzt. Ich wollte nur sagen, kann sein, dass das Gequatsche jetzt ein bisschen weiblicher wird.
sicher, okay. Nein, also ja, wir machen uns jetzt hier noch einen schönen Abend, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie lange der Abend geht. Ich habe jetzt Feierabend, weil die Jungs müssen ja morgen früh aufstehen. Also ich hoffe, es wird nicht allzu spät, dass meine Stefan und John freie Zeit möglichst schnell beginnt. Prost! Nicht wundern, vor dem Wasser hatte ich eine Cola, die war aber zu schnell leer. Und da ich eigentlich nicht der größte Wasserfan bin, dachte ich, Wasser kann ich mir dann länger einteilen. Erfrischt. So, ich wünsche mal allen Leuten viel Spaß, die morgen neben uns oder in der Nähe von uns sitzen werden im Flugzeug. Es gibt irgendwie einen kleinen Gruß aus der Küche. Weißbrot mit einem Knoblauchdip. Und das liebe ich ja. Also viel Spaß, liebe Leute, im Flugzeug. Oha. Oh. Ja, ist gut. Ich habe den Gruß aus der Küche noch gar nicht ganz aufgegessen. Da kommt jetzt die Bergfestbar-Platte. Also alle Vegetarier und Veganer müssen jetzt weggucken oder ganz tapfer sein. Es ist natürlich sehr fleischlastig, wie man das von uns kennt. Und dazu gibt es noch einen Brotkorb oder hier warme Brezeln dazu, also sehr lecker. Zum deutschen Abschluss gibt es dann noch deutsches Essen und Schnitzel. Obwohl es ja eigentlich umstritten ist, soweit ich weiß, kommt der Hamburger ja auch aus Hamburg. Also, guckt euch das mal an. Ich möchte jetzt nicht wissen, was ein Wiener Würstchen ist. Nee, Spaß, wir gehen. Merkst du ja was? Ich habe total gute Laune, weil ich echt das an einer Hand abzählen kann. Und an einer Klatsche. So, bis die weg sind. Mann, warum spielt sich denn so auf? Also, naja, Essen genießen und dann die 2,5 Wochen ohne Simone genießen. So. Essen ist fertig. Jetzt sind wir hier schon in Bremens guter Stube, so heißt ja in Bremen der Marktplatz. Genau. Und die Stunde, auf die wir alle so lange gewartet haben, aus verschiedenen Gründen, ist endlich erreicht. Also ich freue mich total, die Jungs freuen sich total. Was soll ich sagen, Stefan? Ja, jetzt verabschieden wir uns. Simone geht jetzt zu Fuß nach Hause und wir fahren mit der Bahn, weil es sich für uns zu Fuß nicht lohnen würde. Da wir denselben Preis bezahlen, ob wir jetzt hier losfahren oder ob wir bei uns, wo wir wohnen, mit der Bahn losfahren. Und außerdem ist bei der Hitze, wir haben immer noch, sagen wir, 25 Grad im Schatten, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr zu laufen. So. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Also, ich wünsche euch einen schönen Urlaub, eine ereignisreiche Zeit, ganz viele Abenteuer, ganz viele, keine Ahnung, was, also tolle Sachen, die euch vor die Linse springen und ja. Und wir wünschen dir viel Spaß bei deinen Sachen, die du so zu Hause machst, so genau. Putzen. Keller auf, ja aufräumen, hast du gesagt. Und selbst wenn ich gar nichts mache und einfach nur vor mich hinschille, ist das ist auch schon Urlaub. So. Und denk daran, dass du meinen Biervorrat nicht austrinkst, Simone. Der ist nämlich begrenzt. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Also, Simönchen, mach's gut. Wir werden dich ein bisschen vermissen. Was? Simönchen? Simönchen, ja, kannst mal sehen. Okay, also ihr wisst schon, warum ich möchte, dass sie wegfahren. Alles klar. Also John, habt eine gute Zeit ohne mich. Ja, und jetzt weiß man auch, warum wir weg wollen. Simone war gar nicht im Bild, so jetzt. Also. Egal. Man hat es alles gehört. Also pass auf, sonst fährt euch gleich die Bahn wieder vor der Nase weg. Dann warten wir noch ein bisschen. Wir haben ja Zeit genug. So, also, jetzt geht's zum Hotel zurück und morgen früh müssen wir dann früh aufstehen. Aber mal sehen, was im Hotel noch so los ist. Vielleicht können wir mal in die Bar gehen vielleicht, auf ein Getränk. Was machst du gleich, Simone? Vielleicht werde ich noch die Terrasse für mich alleine genießen, ohne Fremdkulisse irgendwie Ach, komm, Rabatz, wir gehen jetzt. Der mich stört. Hat keinen Sinn. So, weiter geht's. Tja. Die erste Freizeit heute und hier im Hotel gibt es oben noch so eine Bar, ganz cool mit der Aussicht hier. Man hat genau auf die Flugbahn vom, ich habe gerade das Wort Flughafen vergessen, auf dem Flughafen die Aussicht, das hat mich ein bisschen aus dem Kontext gebracht, mit kühlen Getränken. Hier gibt es so einen alkoholfreien Cocktail bei mir und bei Stefan gibt es einen Wildberry Lillet. Prost.
Ja, ist wirklich sehr schön hier. Einziger Nachteil natürlich ist, dass hier auf dem Bremer Flughafen nicht viel los ist. Als wir gerade ankamen, ist gerade die Maschine abgehoben und die nächste in einer halben Stunde. So ist es halt in Bremen, aber egal, wir genießen das hier. Hier ist ein Fenster offen, das kann man etwas nach aushalten können, glaube ich, bei der Hitze. Richtig schön, frische Luft, gute Aussicht, ja, und ein leckeres, kühles Getränk, mal was anderes. Und Johnny, schmeckt's dir? Ja, ich snack hier gerade ein bisschen von diesem Spieß mit Blaubeeren und Himbeeren. Ja, hätte man mal genau hingeschaut, da haben wir sie, die USB-Stecker. Ja, also, ja, sollen wir mal ehrlich sein, hinter den Kulissen haben Stefan und ich ganz schön gemeckert, was das eigentlich sein kann, ein Hotel am Flughafen, wo kein internationaler Stecker, also dass immerhin diese USB-Dinger hier nicht sind. Ja, ich glaube, diesmal sind nicht die Hotelbesitzer die Idioten gewesen, sondern wir. Gute Nacht. Ja, tschüss. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind früh aufgestanden, wie erwartet. 4.30 Uhr. Jetzt haben wir es 4:30. Gepäck ist aufgegeben. Wir haben allerdings nur einen Boardingpass bekommen und wir kriegen unsere Tickets gleich hier am Gate, weil irgendeine Maschine voll ist. Ich glaube, es geht um die Maschine, mit der wir gleich fliegen. Keine Ahnung. Das Ding ist, das macht das Flugzeug ja nicht leerer. Also ich glaube, hier wird gleich noch, das hatten wir schon mal erlebt, hier wird gleich darum gebeten, ob es Freiwillige gibt. Nee, glaube ich nicht. Irgendwas. Wie wollen die es denn leer kriegen? Nein, ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht genau verstanden. Aber irgendwie habe ich das auch noch nie gehabt, dass man die Boardkarte oder den Boardingpass haben wir hier ja. Die Tickets. Dass man die erst am Geld bekommt. Vielleicht geht das ja allen so, die hier sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch unser Frühstück. Wo haben wir es denn? Da ist nur noch ein Sandwich von geblieben. Wir haben die Flüssigkeiten eben alle schnell vorm Sicherheitscheck ausgetrunken. Wasser, ob das so schlau war? Wasser und O-Saft. Ja, schlauer als es wegzuschmeißen. Ne? Ja, wo so. Geht das Sandwich hin? Weiß ich auch gerade nicht. Angekommen in Amsterdam und wir hatten schon ein paar Probleme, weil bei unseren Tickets steht gar nicht das Gate drauf, aber hier gab es so ein elektronisches Ding, konntest du ein Ticket einscannen und dann wurde uns das Gate genannt. Nun müssen wir 3 Stunden warten. Stefan möchte hier ein wenig rumlaufen, sich die Läden angucken. Naja, wir haben jetzt 7:45 und 10:20 oder irgendwann ist Boarding. Wir gehen kurz mal gucken hier und dann lassen wir uns hier an unser Geld und warten, dass wir so weiter fliegen können. Alles gut bisher. Ja, ich war schlau. Mein Hotelfrühstück, also wir haben so eine Lunchbox mitgenommen vom Hotel und esse ich jetzt erst, habe ich mir aufgespart und mein Frühstück sozusagen war dann beim ersten Flug so ein Kokosnussbrötchen. Oder was war das? Irgend so ein Gebäck war das. Kokosmakrone. Genau. So, jetzt ist gerade Boarding. Das Nervigste, meiner Meinung nach, haben wir geschafft. Und zwar der Halt darauf zu warten, bis man aufgerufen wird da. Bis seine Boardinggruppe da rein kann. Und jetzt müssen wir halt nur noch warten, dass das Flug losgeht. Und dann müssen wir den ganzen halt noch warten, dass wir ankommen. So, unseren Platz haben wir schon mal. Jetzt sind wir schon 7 Stunden auf den Beinen. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los.
in die Richtung, wo wir hin möchten, nach Atlanta. Wie geht's so, Johnny? Ja, noch geht gar nichts. Es fliegt gleich höchstens was und wir sind. Diesmal ging eigentlich alles leicht, obwohl ich lieber noch nicht zu früh alles gut reden. Wer weiß, es kann auch eine Menge schief laufen, aber das Einwandern ging auf jeden Fall sehr einfach. Wir mussten ja bei den letzten Malen immer Fingerabdrücke und so abgeben und diesmal war es nicht so. Wir mussten nur unsere Pässe vorzeigen, einmal eine Kamera gucken und das war's. Und ja, jetzt warten wir auf unsere Koffer. So, wir haben es jetzt geschafft, einen Mietwagen zu bekommen, den wir gebucht haben. Zum ersten Mal leider ein japanisches Modell, was ich niemals haben wollte in den USA. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal in den Genuss, das Geheimnis zu erfahren, warum so viele Amerikaner ein japanisches Auto fahren. Wir haben, glaube ich, ein Mazda. Ich weiß nicht genau, ob das Zeichen, ob es ein Mazda ist, werden wir noch feststellen. Ja, würde ich sagen, Sachen reinpacken, mit dem Wagen vertraut machen und dann geht es durch die Rush Hour zu unserem Hotelzimmer. Ja, durch Atlanta. Durch Atlanta, allerdings. Man sieht, wir fahren in dem Auto
Ja, Stefan, wie gefällt dir das Auto jetzt, wo du dich eingefahren hast? Ich muss sagen, ganz gut. Sehr angenehm, fährt sehr leicht. Will ich gar nicht mehr meckern. Ist ein bisschen älteres Auto. Also es ist auch nicht so, normalerweise fühlt man sich im Auto ja so ein bisschen, ja keine Ahnung, das Auto ist normalerweise breiter, es ist hier drin nicht eng, aber viel mehr Platz hat man nun auch nicht. Also Beinfreiheit habe ich eigentlich ganz gut, weil ich den Sitz so weit wie möglich nach hinten gemacht habe. Nur für den Fahrer ist das leider nicht möglich. Doch, doch. Ja? Ja, ja. Wir haben den ersten Stau erreicht. Wir sind nämlich, nachdem wir jetzt schon wirklich lange auf den Beinen sind, sind wir heute Morgen so gegen 3.30 Uhr aufgestanden. Jetzt haben wir es in Deutschland schon nach 21 Uhr auf jeden Fall und es war schon anstrengend, so ein langer Flug. Obwohl der Flug echt gut war, muss ich mal sagen. Bewegen wir uns jetzt in einer Rush-Hour mit einem leichten Stresspegel im Blut, sag ich mal, auf Atlanta Downtown zu. Die halbe Stunde, die wir jetzt fahren hier, das wird eine sehr gute Übung sein. Danach, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Das Gute ist, dass wir gerade erst in den USA gewesen sind eigentlich, also Ostern. Ja, dreimal USA in einem Jahr haben wir es geschafft. Es überschneidet sich jetzt. Die ersten Tage dieses Urlaubs überschneiden sich mit dem ersten Urlaub, den wir in L.A. gemacht haben. So, ein bisschen Concentration, please. Da ist jetzt nämlich Polizei und Downtown. Und wie viele Strecken, wie viele Spuren haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spuren mal eben. So, eingecheckt, los geht's mit der Roomtour. Ich sehe schon mal, ganz groß geräumig, also was wirklich immer gleich war, dass die beiden Betten stehen hier nebeneinander, dann gibt es noch eine Klimaanlage beim Fenster und ja, gegenüber von den Betten ein Fernseher, das ist das Wichtigste. Dann haben wir hier zwei Sessel, eine Arbeitsfläche mit einer Kaffeemaschine, die wir wohl nicht beanspruchen werden. Ja. Dann haben wir hier oben noch eine Mikrowelle auf dem Kühlschrank drauf. Das ist krass. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank, werden wir nicht brauchen, da wir hier nicht einen allzu langen Aufenthalt haben. Ein Spiegel. Noch ein Spiegel, haben wir gelernt, ist oft so, dass dass das Waschbecken mit dem Spiegel separat vom Badezimmer ist, was wir hier haben. Ja. Toilette, Dusche. Das wäre es gewesen. Ab ins Bett, aber nur kurz zum Ausruhen. Das braucht man nämlich bei der Hitze. So, wir haben schon den ersten Einkauf getätigt für heute Abend. Solche Buggles, Family Size, Nacho, Cheese. Dann für John Wassermelone. Ich habe mir so einen Salat geholt. Und zwei Getränke, die ich gleich im Auto trinken werde. Ich habe Durst ohne Ende. Und natürlich für den weiteren Verlauf des Urlaubs Plastikbesteck, weil wir ja viel unterwegs essen werden. So. Auf geht's. So, wieder im Hotel angekommen. Salat ist fertig. Das MacBook läuft. Und Johnny isst seine Wassermelone hier. Ja, sehr lecker. Ich liebe Wassermelone, weil da so viel Wasser drin ist. Ja. Und ich glaube, dann war's das auch für heute. Wir haben es jetzt ungefähr 19 Uhr. Mehr machen wir heute nicht mehr, nur noch hier im Hotel ein bisschen relaxen, uns auf morgen freuen und dann gehen wir aber auch relativ früh schlafen. Und was gucken wir hier Schönes, Johnny? Wir gucken den zweiten Biertest mit Philo und Stefan an,
Auf Philos Kanal, sehr lustig. Auf jeden Fall, das ist die Hauptsache, ein bisschen grünlich aus kann das sein. Ja, hast recht. Das ist unser Stegheim, das ist richtig gelernt. Hast recht, sorry. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint zwar noch nicht, aber es ist verdammt warm draußen. Also ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm. Es ist so, die Luft ist noch ein bisschen feuchter, ne? Weil es in der Nacht auch gut geregnet hat, wie ich an meinem... Nee, es hat nicht geregnet, das ist nur der Tau. Es hat nicht geregnet. Im Autodach sieht es aber so aus. Na gut, das ist der Tau. Wie gesagt, ist egal. Auf jeden Fall haben wir hier unser Frühstück. Es ist ein Grab-and-Go-Frühstück. So mit Muffins und Kuchen und Orangensaft. Und Johnny hat sogar einen Joghurt mitgenommen. Das essen wir jetzt hier und ersparen uns daher den Weg heute zum Walmart, wo wir normalerweise jetzt zum Frühstücken immer hinfahren. Und dann können wir den Tag starten. Und ich finde es irgendwie jetzt schon ein bisschen wie so ein Roadtrip, wo wir noch gar nicht angefangen haben. Wenn man hier draußen am Auto ist, guckt auf die Straße, die noch sehr ruhig ist. Und das ist auch hier, das Motel ist auch in einer schönen Wohngegend, also in einer schönen Nachbarschaft mit so kleinen Häusern. Ja, also, die Häuser sind wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, viele davon sind halt auch an den alten Baustil, der hier vorher war, noch angepasst. Also dann zwischendrum noch so viele schöne Bäume. Also wirklich sehr gemütlich hier. Es ist ein bisschen am Arsch der Welt, aber am abgewischten Arsch der Welt. Also es ist wirklich schön hier. Ja, dem kann man nicht mehr hinzufügen. Oh, ich will den überhaupt auf. Ah, Mann. Na ja. Das will ich mal sehen. Ja, rutschige Hände, aber sonst mach so. Ja? Ja, so, ich hab's auch geschafft. Ganz einfach. Ach. Diese Kuchen hier, die schmecken übrigens genau wie Twinkies. Total geil. Sind wir in Downtown oder Midtown Atlanta angekommen. Schöne Hochhäuser hier. Und was haben wir gleich vor, Johnny? Ja, Jim Henson wird wohl einigen ein Begriff sein. Falls nicht, Sesamstraße schon, Muppets vielleicht auch und Der dunkle Kristall und Labyrinth. Ich glaube, so den etwas älteren Zuschauern. Ich kenne es auch, weil ich habe einen älteren Vater. Ja, von, ja, das schon. Ja, und da wollen wir uns gleich mal die Puppen angucken. Von den Muppets, die alle ja von Jim Henson entworfen worden sind. Und das Besondere, wir haben sogar unser Auto da auf dem Parkplatz schon kostenfrei abstellen können. Mitten hier in der Innenstadt. Und damit wir ein bisschen Zeit haben, bis das aufmacht, das Museum, schlendern wir ein bisschen hier durch die Straßen Atlantas. Ja, genau. Auch schon beim Jim Henson Museum. Der Eintritt kostet pro Person $16. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir erstmal rein, oder? Auf jeden Fall. Ja, das ist hier so die Zeit, wo ich das geguckt habe, Sesamstraße, in den Anfängen der 70er Jahre war das. Kennt alle noch? Die heißt hier Susanne, der heißt Bob, Herr Huber. Nee, der heißt Bob und das ist Gordon und das ist der Bibo, der hier ja Big Bird genannt wird. Total der Hammer hier, was man hier sieht. Und dann hier, ja, klar, Annie und Bert, die liebe ich ja, die beiden. Vor allem mit den deutschen Synchronstimmen, einfach der Hammer. Besser als im Original noch. Da würde ich sagen, diesen kenne ich gar nicht hier so. Aber dann hier, Grobi und Krümelmonster, das ist Elmo. Das ist Elmo und das ist Krümelmonster. Ja. Meine ich auch. Und dann kommen wir noch zu Favoriten aus der früheren Zeit. Da ist er, Bibo und der Grießkram Oscar in der Mülltonne. Also das ist echt
Hammer gerade. Der war bei dir bestimmt so eine Vorbildsfigur, oder? Natürlich. Sieht man. So, hier gibt es solche Handpuppen und hier ist dann genau die Technik, mit der die Sesamstraße und die ganzen Sachen gedreht wurden. Also jetzt kommt es zu meinem Highlight, also wirklich, Sesamstraße war schon krass, aber jetzt steht Augra von der Dunklen Kristall neben mir. Hier ist dann dieser Saal, wo die ganzen Skicks standen von der Dunklen Kristall und diesen Dunklen Kristall mal angeglotzt haben. Dann ist hier das Kostüm von Kira und auch wirklich cool. Also hier sind noch so einzelne Teile. Also hier ist zum Beispiel so ein Skeg-Kopf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dinger vereint hießen, als sie mit diesen anderen Parallelviechern da zu einem wurden. Aber dann sahen die Dinger so aus und waren solche Geister. Da sind wir schon bei Labyrinth. Aber hier ist auch noch was von dem Kindesteil. Von diesen Viechern hatte ich früher tatsächlich ganz schön Schiss, als ich den Film geguckt habe. Also ich habe Träume gehabt, da standen die da bei mir vor der Tür. Naja, das ist was anderes. Dann haben wir hier so die von Labyrinth jetzt, die Wächter. Ich glaube, da ist sie durch so eine. Was war das nochmal? Das Ganze hat zwei Seiten. Welche von den Wächtern haben gelogen und manche haben die Wahrheit erzählt. Weil hier auf der anderen Seite sind auch noch welche. Da ging es ja darum, dass dieses Mädchen da durchs Labyrinth zu dem König der Kobolde findet und kleinen Bruder wieder kriegt. Hier ist diese. Die können ja auch sprechen, die Viecher, da muss man sich für eine Tür entscheiden. Das war echt geil. Dann haben wir hier Hoggle. Das ist wahrscheinlich so ein Kobold als Kanonenball. Ja, Ludo haben wir hier. Dann haben wir hier noch diese Viecher, die ihre Köpfe abnehmen konnten. Und dieser Wurm. Der war beim Film etwas kleiner. Oh, heiß. Ja, Sonne brennt draußen. Wir sind wieder draußen aus dem Museum. War richtig fantastisch, muss ich mal sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Viele Runden gedreht sind hier. Wir haben, glaube ich, 4 Runden gedreht oder 3 richtige und 4-mal einmal so eine Fotoschnelltour nochmal. So viele Bilder gemacht davon. Wenn man die Puppen schon mal in echt sehen kann, gibt es ja auch nicht so häufig. Es ist ja wie, als würde man einen berühmten Schauspieler treffen. Die Puppen sind ja auch die vor der Kamera standen. Also ich finde das echt heftig. Ja, das sind alles Originale gewesen. So, jetzt aber schnell das Auto, Klimaanlage an und weiter geht's. So, wir haben unser nächstes Ziel erreicht. Schon wieder ein Museum. Also kulturell geht es bei uns im Urlaub immer hoch her, würde ich sagen. Ja, also was ist gerade eigentlich geschehen? Also wir haben uns erstmal die Tickets reserviert im Coca-Cola-Museum und kaum drin wird erstmal schnell ein Foto von allen gemacht. Man kriegt so eine Postkarte in die Hand gedrückt und wird hier weitergeschickt. Also ich bin gleich überfordert. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier eigentlich abgeht. Es geht jetzt weiter in The World of Coca-Cola. Hab schon großen Durst. Tja, so glücklich bin ich jetzt auch, weil jetzt können wir endlich frei hier drin rumlaufen, gerade eben. Wurde uns noch einige Sachen gezeigt, war auch interessant, aber jetzt sind wir richtig im Museum drin.
ich jetzt gerade entdeckt habe, hier sind ganz viele Automaten und unter sich befindet auch ein deutscher Automat sich hier. Der da. Alles auf Deutsch. Gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. So, jetzt sind wir hier an einem anderen Punkt angekommen. In diesem Museum. Hinter uns ist ein großer Tresor. Und wenn ich richtig gelesen habe im Internet, ist das der Tresor, in dem sich echt das geheime Rezept von Coca-Cola befindet. Kann man eigentlich kaum glauben. Wäre schön, wenn es so wäre, wenn es kein Fake ist. Aber kann man wohl nicht machen. Es wird schon so sein, dass hier das Rezept verwahrt wird. Ja. Zum Glück müssen wir den Tresor nicht irgendwie aufsprengen. Er ist nämlich schon offen. Share a Coke. Be part of the magic. We'll keep the secret. Because keeping the secret ensures that the magic lives on. Ja, was die Amerikaner ja am besten können bekanntlich, ist eine perfekte Show zu inszenieren. Ob nun das Rezept wirklich in dem Tresor ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es astrein gemacht, diese ganze Show. Also es wäre ja eigentlich schon voll schlau, das als den Tresor quasi zu betiteln und dann ist das Rezept eigentlich ganz woanders versteckt. Wäre doch eigentlich sogar noch schlauer, oder? Ja, sehr schlauer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man durfte den Tresor nicht anfassen, weil sonst geht der Alarm hier los. Und was wir gelernt haben, Coca-Cola wurde in einer Apotheke erfunden. Das Rezept wurde dann irgendwann mal verkauft für $2,300 und dann später für 25 Millionen. Ja, das haben wir gelernt. Jetzt ab zum Probieren hoffentlich. Aber ganz schön süß. Geschmack ist aber geil. Aber es riecht nicht so gut. Also irgendwie so, soll es nicht abwerten klingen. Schmeckt lecker, aber der Geruch erinnert mich so ein bisschen an nach Gebrochenem. Oder Stefan, probier, riech mal. Mhm. Ja, Stefan nickt. So, Fanta Apple Kiwi aus Thailand. Grün. Oh, das war lecker. Great taste. So, jetzt haben wir was aus Deutschland gefunden und zwar Mezzo Mix. Aber auch irgendwas Besonderes, weil das Cover sieht irgendwie anders aus. Aber ich glaube, ich brauche es nicht zu probieren, weil ich habe erstmal hier mein Favorite aus Thailand, Apple Kiwi Fanta. Ist auch ein bisschen dickflüssig, also echt geil. Ich weiß zwar, wie es schmeckt, aber es ist ein Stückchen Heimat. Ja, schmeckt genauso wie bei uns. Ups. Kuat aus Brasilien. Unerwartet, das ist nicht süß.
mir am besten gefallen. Aber auch nett. So, aus Griechenland eine Ananas-Fanta. Riecht schon ganz gut. Schmeckt auffällig köstlich. Aber ich merke schon, ich habe es ja schon durchprobiert. So langsam reicht es dann auch. Und das merkwürdigste Getränk, was ich hatte, ist dieses hier, Moment. Sieht schon ganz komisch aus beim Einschenken. Aus Costa Rica. Das ist ekelhaft. Moment, so. Also, wenn das schmeckt, Hut ab für die, die das flaschenweise trinken. Oh. So, damit ich die Flüssigkeit nicht zu früh wiedersehen muss. Warum freuen wir uns so? Wir haben gerade den Coca-Cola-Eisbären getroffen. Und das Lustige ist, diese ganzen Fotos, die man hier machen lassen kann, normalerweise ist es ja immer so, dann kann man sein Handy da hingeben, die machen ein Foto, hier haben sie eine professionelle Kamera. Und jetzt weiß ihr auch, warum wir die erste Postkarte in die Hand gedrückt haben, bekommen, weil wir ein Foto da gemacht haben. Jetzt haben wir nämlich noch ein Foto gemacht. Am Eingang, meinte ich. Ja, jetzt haben wir noch ein Foto gemacht und haben noch eine Postkarte bekommen. Und mit diesen, das sind ja keine QR-Codes, das sind ja irgendwelche anderen Scan-Codes, kann man diese Bilder dann zumindest hier abrufen, mal sehen, wie wir sie dann kriegen. Ja. Wer weiß. Höchstwahrscheinlich, ist ja Amerika. Ja, 5 oder 10 Euro wären in Ordnung gewesen. Aber für zwei Bilder irgendwie 40 Euro zu bezahlen. Dollar. Ja, Dollar. So, raus aus dem Coca-Cola-Museum, rein in die Hitze. Die Sonne steht am höchsten Punkt. Es ist unbeschreiblich heiß. Eine feuchte Luft dazu. Und wir haben natürlich auch noch mal Geld ausgegeben. Was gab es denn feiner, Johnny? Ja, zwei T-Shirts, die einfach nur rot sind und Coca-Cola draufsteht. Aber es ist geil. Mit ich. Atlanta aber auch draufgesteckt. Ja, das war mir jetzt nicht so wichtig. Aber Hauptsache so ein Coca-Cola-T-Shirt und das Atlanta dran steht, ist als Erinnerung dann noch ganz cool. Ja, so sehe ich es auch. So, jetzt wollen wir mal unser Auto wiederfinden. Warte mal, wie viel hat es dann zusammen gekostet? 22 mal 2, 44. Dann sind diese beiden T-Shirts genauso viel wert wie der Museumsbesuch, oder? Ja, wir haben uns also gut Geld gelassen. Und jetzt wollen wir noch gleich das Parken bezahlen und dann gehen wir einfach was essen. Teurer Tag heute. Und dann noch das andere Museum. Also eigentlich der Tag war heute eigentlich nur Kohle verprassen. Ja, aber es ist halt Urlaub, ne? So. Gut, da geht's lang. So, von gesprochen, zeige ich das Ganze mal. So sieht das Ganze aus, ein Basic T-Shirt, aber ganz cool, finde ich. So, sind wir jetzt bei Wendy's und endlich, hab schon vermisst, Dr. Pepper. Ja, ich hätte eigentlich auch Dr. Pepper genommen, aber da ich ja gerade ein Coca-Cola T-Shirt anhabe, muss ich auch zu der Marke stehen, also Coca-Cola Cherry. Endlich wieder normale Cola, eigentlich ganz, ganz lustig. Wir haben ja gerade die ganze Zeit durchprobiert, was es so alles auf der Welt gibt. Standard schmeckt jetzt irgendwie auch wieder ganz neu. Obwohl, ist ja nicht Standard, ist ja Cherry. Aber ich laber wieder zu viel, Entschuldigung. Essen bei Wendy's. Es gibt einen Burger, Dave's Triple. Warum habe ich mich für den entschieden? Weil er groß ist, also kein Double, sondern ein Triple. Und weil auf dem schönen Bildchen, was da abgebildet war, so ein lecker Cheese abgebildet war. Guten Appetit. Das sieht gut aus. Riecht gut. Und schmeckt gut. Noch besser als gut. Perfekt. Bin froh, wieder in Amerika zu sein. Oh. Das beste Mittagessen überhaupt. Ich liebe ja Wendy's, muss ich mal sagen. Eigentlich für mich die besten Burger. Auch vom Preis her geht das alles total klar. Und
Ich freue mich so, dass wir jetzt unseren Roadtrip, morgen, der morgen dann beginnt, noch so lange vor uns haben. Dass wir jetzt jeden Tag schön an der Straße irgendwo anhalten können und uns dieses geniale Essen reinziehen dürfen. Muss man so zu sagen. Also ich liebe es ja. Ich liebe es auch. So, jetzt haben wir was ganz Besonderes geplant. Wir wollten nämlich auch, wenn wir schon mal hier in einem Ort wie Atlanta sind, ein paar Drehorte besuchen. Da ist mir tatsächlich als erstes The Walking Dead in den Kopf geschossen gekommen. Und ja, da braucht man für die meisten Sachen eine Tour. Und dann dachten wir uns, naja, was gibt's denn noch? Dann nach ein bisschen Überlegen sind wir auf Stranger Things gekommen. Die für mich beste Serie eigentlich, die es so gibt. Da haben wir uns auch deswegen damals Netflix angeschafft. Ich finde es eine gute Serie, aber ich kenne, also mit Game of Thrones und solchen Sachen kann das, glaube ich, nicht mehr mithalten. Also, aber auf Netflix ist meiner Meinung nach auch die beste Serie. Und ja, da kommt, die Stadt ist ja Hawkins und ja, die Drehorte sind hier aber dennoch in Atlanta. In Atlanta, ja. Und ja. Wir haben gerade gemerkt, dass dieses Labor, wie heißt das genau? Hawkins Lab, er hat noch Hawkins Laboratory oder so. Also auf jeden Fall dieses Labor, wo Elfie aus der ersten Staffel da geflohen ist, also das kann man hier finden. Ist gerade mal, sind gerade mal 1,3 Meilen von unserem Hotel aus, also das sollte wohl... Fünf Minuten entfernt, also... Ja. Wenn wir das nicht gemacht hätten, jetzt es versucht haben zumindest, daran zu kommen, dann hätten wir uns später geärgert. Wer die Serie kennt, sieht, wir haben es geschafft. Dieser Klotz ist das Hawkins Lab. Ja, bei wem es ein bisschen länger her ist, dass er die Serie geguckt hat, ja, hier wurden die Tests an Elfie durchgeführt und das ist das Labor, aus dem sie entkommen sind und zu dem es dann später wieder hinging, als quasi Hopper und Joyce in der ersten Staffel herausgefunden haben, dass dieses Labor was mit dem Verschwinden von Will Byers zu tun hat. Ja, gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Wir suchen hier gerade eine Stelle aus der zweiten Staffel. Kann Spoiler sein an denen, der es nicht gesehen hat, aber die ist jetzt ja auch schon einige Jahre draußen. Ich glaube, hinter diesen Türen ist Bob von den Demo-Hunden zerfleischt worden. Das war doch schon mal richtig schön und richtig einfach. Ja, toll, dass wir gerade hier in der Nähe wohnen, dass wir da noch auf die Idee gekommen sind, das nochmal zu versuchen. Ja, ich bin echt begeistert, was wir so am ersten Tag alles bisher geschafft haben. Und das ist noch so ein Tag, wo man sonst so einen Jetlag hat eigentlich. Freeway, was auch immer, amerikanische Autobahn staut sich. Interstate. Ja.
staut sich. Wofür nehmen wir das Ganze in Kauf? Um die nächste Location zu besuchen. Und zwar haben wir uns jetzt vorgenommen, das Haus von Mike Wheeler zu besuchen. Wieder zum Auffrischen. Das ist ja, da, wo Mike Wheeler wohnt, deshalb auch Mike Wheelers Haus, wo der Keller war, wo die Jungs immer D&D gespielt haben und auch Elfie versteckt haben. Mike ist doch der, wo der verschwunden war in der ersten... Nee, das war Will. Ach, das war Will. Will Byers war das. Mike war der... Ja, der Junge, der nicht verschwunden war. Der Freund von Elfie halt, ne? Ach so, der, okay. Der am Ende so ein... Ach, ja. Ja, wollen wir sehen, ob wir das finden. Die Fahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde insgesamt. Ob das hier mit dem Stau schon einberechnet ist hier bei dem Navigationssystem, weiß ich nicht. Nein, hier steht, auf Navi steht auch nicht, dass es, also normalerweise ist es immer rot, wenn Stau ist. Hier ist nur gelb, das bedeutet... Wir bewegen uns ja auch noch. Stockt so ein bisschen. Ja, naja gut. Ich bin ja auch an solchen Sachen sehr interessiert, so Filmlocations und was alles mit Serien und mit Film zu tun hat. Darum ist es mir das auch wert. Und es ist draußen so heiß, wir haben es 97 Grad Fahrenheit haben wir jetzt gerade. Hier sitzen wir schön, hören Musik, sitzen klimatisiert und gucken uns auch noch die Gegend dabei an. Von daher ist das für mich alles für den ersten Urlaubstag okay. So, nun sind wir in der zweiten Location fast. Wir fahren da gerade rauf. Das Ding ist, wir wollen ungern vor dem Haus anhalten, weil so wie es scheint, wohnen da echt Leute drin. Und ja, wir wollen niemanden belästigen. Die Gegend hier sieht schon genauso aus wie aus der Serie. Und ja... Also, wenn da Leute drin wohnen, respektieren wir das natürlich, Privatsphäre, aber ja, ist wohl schon so weit gekommen, dass die Leute hier ihre Gardinen zugezogen haben. Man kann aber erkennen an einem Fenster, dass da eine Lampe an ist. Ja, deshalb, wir steigen lieber nicht aus, stellen uns dahin quer und machen unsere Fotos. Vorbeizufahren und das Ganze mal gesehen zu haben, reicht uns schon aus, oder Stefan? Sehe ich auch so. Abendessen geholt. Ich habe mir, Stefan hat sich seinen Salat wie immer geholt und ich habe mir diesmal einen Kartoffelsalat geholt und da ist kein Besteck bei. Jetzt habe ich mir hier Fork and Knife geholt mit dem Car Keys. Ja, dort befinden wir uns aktuell in Atlanta und haben vor, morgen unseren Roadtrip zu starten. Natürlich haben wir uns schon grob Gedanken gemacht. Das heißt eigentlich normalerweise, ich glaube, andere planen das richtig durch, aber wir machen es lieber spontan. Wie gesagt, wir befinden uns aktuell hier in Atlanta, fahren dann hier lang durch eine Zeitzone nach Montgomery und ja, haben dann vor, wie wissen wir noch nicht, aber erstmal hier zum Golf von Mexiko zu kommen. Und ja, ich freue mich, dass der Roadtrip startet. Wir waren heute am ersten richtigen Tag, haben wir schon jede Menge Sachen geschafft in Atlanta, die wir uns vorgenommen haben, wo wir uns schon Sorgen gemacht haben. Schaffen wir das überhaupt zwischen einer kurzen Zeit oder sind wir komplett durchgeplant? Aber naja, der Tag neigt sich dem Ende hinzu und bei uns geschieht auch nicht mehr viel. Wir speisen noch ein bisschen und ansonsten wird heute nur noch gechillt. Bevor es losgeht in Richtung Süden, machen wir erstmal hier unser Frühstück vor dem Motel, The University Inn. Muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Also wenn alle Motels so sind auf unserer Reise, dann bin ich schon sehr zufrieden. Und das Frühstück hier, okay, ein bisschen süß das Ganze, aber immerhin hilft es einem, in den Tag zu starten. Ne? Und süß zu bleiben. Ja, was habe ich mir hier denn geholt? Ich habe mir hier ein
Pfirsichjoghurt geholt, dann habe ich mir einen Blueberry Muffin geholt und zwei so Cheesecakes. Gibt es auch in Kirsche, Apfel oder so, aber dann ist das alles zu klebrig für die Hand und das hier schmeckt auch süß. Also insgesamt leckeres Frühstück und dazu gibt es O-Saft. So, fertig gefrühstückt. Wir sitzen im Auto und sind bereit und ich würde sagen, unser Roadtrip startet in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das war noch keine 0. Das war ein kleiner Frühstart, aber das macht jetzt nichts. Der Scheibenwischer. Kleine Startschwierigkeiten. Bringt das aus, so. Das nächste Ziel ist erreicht. Wir haben einen Drehort hier entdeckt. Wir müssen noch ein bisschen den Überblick verschaffen. Ja, wir befinden uns hier an der Hawkins Middle School, da wo die Kids von Stranger Things zur Schule gehen. Und ja, leichte Sachen erkennt man wieder, aber ob das nun alles so gefilmt wurde, wie es hier auch auf dem Gelände ist, weiß man ja nie. Deshalb, wir suchen jetzt ein paar Orte, wo man die Einstellungen oft in der Serie gesehen hat, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil man darf natürlich nicht, wenn man hier nicht zur Schule geht, das ganze Gelände betreten. Also hier stehen auch so ein paar Schilder, hier darfst du nicht weitergehen, aber wir halten uns an alles und betrachten das aus den Perspektiven, wo es gestattet ist. So, hinter mir ist die Turnhalle. Was wurde hier gedreht? In der ersten Staffel haben sie dort dieses Salzbecken für Elfie gemacht. In der zweiten Staffel war dort der Schulball. Ist in der dritten Staffel dort eigentlich was geschehen? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, das hat fast nur in dieser Starcourt Mall gespielt. Und in der vierten Staffel war hier ziemlich viel los. Also zum Beispiel dieses Basketballspiel, wo Lucas Sinclair auch mit gemacht hat und ich weiß nicht mehr, wie dieser eine hieß, der mehr, ich sag mal, so eine Arschlochrolle hatte. Ja, eigentlich glaube ich in der ersten Folge, wo hier alle dieses Basketballspiel geguckt haben, das war auch da drin. Ja, irgendwie voll krass davor zu stehen. So, das nächste Filmset wird besucht, diesmal aber nicht von Stranger Things, sondern von The Walking Dead. Wir besuchen einen Teil von Woodbury, das ist, ja, das kam in der dritten und vierten Staffel vor, das ist die Stadt vom Governor und ja, dort sind wir in hoffentlich 3 Minuten da. Wir sitzen noch im Auto, sind jetzt aber da und also es trifft genau diesen The Walking Dead Vibe und ich finde es so krass, das Ganze liegt jetzt schon ja, fast 10 Jahre bestimmt zurück. Ich glaube, die erste Staffel kam 2010 raus und
dritte Staffel, weiß ich nicht genau, es ist aber schon viele Jahre her und ich finde es immer noch voll cool. Also ich möchte schnell aussteigen und viele, viele Bilder machen und... Dann tu es doch einfach. Aber erstmal muss ich Stefan die Szenen zeigen, das haben wir so abgesprochen, weil der... Bei dem liegt schon etwas länger zurück, dass er das gesehen hat. The Walking Dead hat er ja auch gesehen. Wegen dem Charakter Negan hat er dann aufgehört, weil es keine Zombies mehr gab. Und ich kann dir versichern, es ist noch schlimmer geworden. In den neuen Folgen ist das Highlight, dass ein Zombie irgendwo rumläuft. Aber naja, nicht viel gelabern. Ja, eben. Ja. Ich wollte dir doch noch die Szenen zeigen. Ach so. Na, wir sehen uns gleich. Tschüss. Ja, kaum zu glauben, wir sind in Woodbury. Dabei heißt der Ort, wo wir sind, hier eigentlich Senoia. Wir sind immer noch im Bundesstaat Georgia. Und ich hoffe, dass wir heute noch bis nach Alabama es schaffen werden. Sonne ist wieder da. Die war nämlich eben auf der Fahrt fast ganz verschwunden. Es ist wieder schön warm, aber sehr angenehm. Ja, können wir ein bisschen rumgehen hier, oder? Ja, sehr gerne. Auch an sich. Ich finde, der Ort hier sieht richtig schön aus. Also die Gebäude sind schön, sehr gemütliches Ambiente hier. Dem T-Shirt treu bleiben. Mit Coca-Cola. Ja, muss man jetzt echt nochmal vielleicht, wenn wir wieder zu Hause sind, nochmal so ein paar Folgen von der Serie angucken. Eigentlich war ich davon komplett weg und naja, wie schon vorhin schon sagte, ich fand es früher total toll, die Serie, und dann wurde das mir mit diesem Bandenkrieg zu viel, der dann ja immer weiterging. Aber vielleicht gucke ich nochmal weiter jetzt, wo ich hier am Filmset gewesen bin oder in der Stadt, wo das gefilmt worden ist. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, ich finde es immer noch sehr schön hier. Also die Gebäude sind wirklich wunderschön. Und die Serie auch. Das stimmt. Das ist auch ohne die Serie hier total klasse, weil das ist so ein richtiger besonderer Ort hier irgendwie. Weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Muss ja alles fotografiert werden. So, es ist Zeit geworden, das erste Tanken dieses Urlaubs steht an. Das Benzin kommt mir hier relativ günstig vor. Eine Gallone kostet 3,29 Dollar. Ich kann einfach voll tanken, der Tank ist aber gerade erst halb leer. Wetter wieder schön heiß und das Fiese ist an der Tankstelle hier, es riecht hier so lecker nach irgendwelchem Essen. Aber wir warten mit dem Essen noch ein bisschen. Da wir gleich eine Zeitzone durchfahren, die uns eine Stunde schenkt, also nach hinten katapultiert. The Subway Series. The perfect menu lineup. Just give us a number, we got the rest. So, wir haben genau einen halben Tank voll machen müssen, haben dafür 18 Dollar bezahlt. Das sind paradiesische Zustände, sag ich mal. Bevor es McDonalds, oder musst du McDonalds? Ja. Kleinen Zwischenimbiss nehmen. Bevor sich welche beschweren, wie könnt ihr zu McDonalds gehen, das haben wir doch auch in Deutschland.
Wenn man diesen Geruch gerochen hat, den wir gerade gerochen haben, dann muss man ganz schnell was essen. Wo ist denn der McDonald's? Ist er hier auf dem Gelände drauf oder? Ja. Ach, da ist er ja. Hetz, hier sind direkt zwei McDonald's. Geil. Einer reicht uns. Links abbiegen. Nee, den ersten. Rechts abbiegen auf US 29S, dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Haben wir ja lange durchgehalten, dass wir es ein bisschen später essen wollten, nicht? Naja. USA ist auch das Land der Versuchungen. Und die muss man erstmal widerstehen können. So. Auf geht's. Ja, ganz komisch. McDonald's hat irgendwie die Lobby zugemacht. The door's closed. I don't know why, but they closed the lobby. Ja, da hat uns gerade schon einer hier gesagt, dass die hier alles abgeschlossen haben. Wir haben es auch selber bemerkt. Ja, wir kommen irgendwie nicht rein. Wir warten jetzt hier einfach kurz. Und wenn wir halt merken, wird länger, dann suchen wir uns was anderes zum Essen. Ja, aber die Öffnungszeiten sagen, dass sie jetzt eigentlich offen haben müssen. Aber hier nochmal zum Zeigen. Also hier ist ja auch irgendwas mit zu. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die vor einer Tür stehen, die geschlossen ist. Keine Ahnung, was hier los ist. Wir werden uns jetzt einen anderen Laden suchen. Denn jetzt haben wir durch den Gedanken an McDonald's so richtig Hunger bekommen, dass wir es nicht mehr bis zum Mittagessen aushalten. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es überhaupt? Kann man irgendwo sehen hier? 10.57 Uhr. Ja, 11 Uhr. Gut. Nein, 10.57 Uhr. Wir fahren ja in die richtige Richtung. Richtung Montgomery fahren wir, Richtung Süden. Da wird es jede Menge zu essen geben. Und das werden wir erstmal jetzt richtig ausprobieren, ne? Ja. So, gefühlt endlos lang auf dem Highway rumgedüst. Es waren nicht mal 15 Minuten. Aber mit Hunger fühlt es sich alles ja, das ist 10-mal so lange an. Und ja, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, noch einen McDonald's zu finden. Aber wir haben uns jetzt für einen Burger King entschieden, weil ich habe gerade irgendwie voll Bock auf so einen Chicken Burger, irgendwas mit Chicken, weil ich finde, bei Burger King, die kriegen es so gut hin, wenn man richtig Hunger auf was Frisches hat, so dass diese Chicken Burger, die erfrischen so gut mit allem, was da drin ist, also wollen wir mal sehen, was schon gleich bestellen wird. Ich bin gespannt. Ja, Long Chicken vielleicht oder so vielleicht. Chicken Burger, was nimmst du denn? Weiß ich noch nicht, ich so überlege ich mir gleich, wenn ich da... Ja, der nimmt safe einen Whopper, oder? Ja, wahrscheinlich. Burger King ist das Home of the Whopper. Ja. Und nicht Home of the Long Habe ich Chicken. Dagegen gesprochen? So. Hunger! Aussteigen! Ja. Crispy Chicken. Genau das, was ich wollte und brauche. Und Stefan hat den Bacon King. Aber ich bin der King. So, ich habe mir hier den Bacon King bestellt. Und ich muss sagen, da ist deutlich weniger Bacon drauf, nämlich nur so ein kleines Stück hier, wie ich gerade sehe. Als auf der Abbildung, da quoll das so förmlich über vor Bacon. Mal sehen, wie es schmeckt. Was soll ich sagen? Köstlich. Mm. Das wird noch ein geiler Urlaub werden. Schmeckt eklig, verspreche mir schon, weil ich einen vollen Mund habe. Schmeckt wirklich echt genial. Und Stefan zeigt auf sein Getränk, wahrscheinlich soll ich erwähnen, was ich trinke. Dasselbe wie er. Strawberry Fanta, also es ist sehr exotisch. Und ja, ich muss sagen, das Ganze schmeckt genau wie ein Hustensaft, den ich früher immer als kleines Kind bekommen habe. Also bei dem normalen Hustensaft mochte man ja nicht. Hatte ich so einen Erdbeerhustensaft und das schmeckt tatsächlich genauso, nicht anders. Aber was auf jeden Fall auch sehr gut schmeckt, ist der Burger, wie gesagt. Und wie ich hier sehe, ist es hier ganz anders als in Deutschland. Diese ganze vegane und plant-based, das gibt's hier nicht. So, das war, würde ich sagen, eine super Entscheidung gewesen. Jetzt haben wir auch noch für den weiteren Weg noch ein großes Getränk, weil man ja hier
kostenfreie Refills bekommt. Das ist völlig genial, muss ich mal sagen. Ja, und jetzt haben wir weiter Richtung Montgomery. Das waren eben noch ungefähr knapp 2 Stunden. Und dann kommt doch gleich schon die Bundesstaatgrenze irgendwann zum Bundesstaat Alabama. Alabama und angekommen in Montgomery. Ja, Auto haben wir gerade geparkt. Es bleibt uns noch ein Rätsel, was jetzt ja genau abgegangen ist, weil hier kostet eigentlich alles was in Amerika. Und irgendwie scheint es uns so, wir haben nichts zum Zahlen gefunden in diesem Parkhaus, wo wir jetzt geparkt haben. Also vor allem auch an den Schranken ist nichts, wo du sonst ein Ticket vorhalten musst. Und es gibt auch keinen Automaten da drin. Also ist alles noch ein bisschen mysteriös, also... Und die, die rausgefahren sind, sind einfach so durch eine Schranke gefahren. Die gingen einfach auf. Ging auf, ja, gut. Mhm. Ist egal, es ist eine Affenhitze. Es waren eben 97 Grad Fahrenheit auf der Anzeige vom Auto. Jetzt sind wir hier mitten im Zentrum von Montgomery. Und wir wollen uns mal da so ein Haus angucken mit so einer weißen Kuppel. Sieht sehr schön aus. Weißt du irgendwas darüber oder auch einfach gerade so entdeckt? Und ich habe vorher irgendwas mal gelesen. Jetzt weiß ich gerade darüber nichts. Ja, angekommen bei dieser Kuppel steht das Ganze auf Englisch erklärt, was das hier ist, aber tun wir uns das mal nicht an. Unter der Kuppel des strahlend weißen State Capitols wurde Jefferson Davis im Jahr 1861 zum ersten und einzigen Präsidenten der Südstaaten gewählt. Also ist das hier, um genau zu sein, ein State Capitol. Gehen wir mal hin. Wir haben jetzt alles gesehen da drin und ich muss sagen, ich fand das wirklich sehr interessant, dieses historisch gebaute, diesen Baustil, der gefällt mir sehr gut. Und ja, was gab es da drin so? Also natürlich viel mit der Politik und so und auch jetzt von gefallenen Helden gab es einen ganzen Raum. Dann gab es noch Galerien mit verschiedenen Bildern, wie die gemalt wurden, Ölbilder, Aquarellfarben, alles mögliche. Und dann konnte man auch noch so alte Büros angucken. Durfte natürlich nichts anfassen und dann waren da aber auch noch so diese älteren Schreibmaschinen gezeigt und oftmals auch Bilder, was in diesem Raum jetzt genau war, in welchem Jahr, weil es gab ja, das Gebäude ist schon uralt, also ich glaube das schon, stimmt, das wäre jetzt eigentlich interessant gewesen, wie lange das schon steht, aber über 100 Jahre auf jeden Fall, also da waren Bilder bei, die waren 1905 oder so, also sehr interessant.
So, jetzt kommt der spannende Augenblick. Kommen wir hier wieder raus oder ist die Schranke auch zu neuerdings? Oh oh. Ah. Alles gut. Alles gut. Ja, also das wäre jetzt echt eklig gewesen, wenn wir nicht rausgekommen wären. Was auf jeden Fall eklig ist, die Hitze wird langsam eklig, weil ich merke richtig, wie mein T-Shirt an mir dran klebt. Also, ja, aber gut, dass wir es rausgeschafft haben. Also, irgendwas scheint wohl heute mit dem Park zu sein, weil die ganze Zeit bei diesen ganzen Parkautomaten steht auch bei jedem, dass er nur noch 0 Minuten hat und scheint ja auch niemanden zu jucken. Ich glaube, das ist aber nicht nur heute so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Glück gehabt, wir mussten fürs Parken mitten im Zentrum von Montgomery nichts bezahlen. So, weil da fahren das ja hier. Na, damit wäre alles gesagt. Genau. Eine kleine Rast hier an der Interstate, eben mal einen Blick in die Karte werfen. Wir sind hier heute Morgen losgefahren in Atlanta, sind dann mit einem kleinen Umweg hier nach Montgomery gefahren und haben nun als Zielpunkt Mobile genommen. Wo wir jetzt genau sind, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Eine Stunde Fahrt wäre es noch. Erstmal wollen wir jetzt mal unsere Chipstüte hier öffnen. Aber warte mal, Mobile haben wir doch hier, zwei Stück. Ein kleiner Scherz von John am Rande. So, was ist das hier? Chili Cheese? Nacho Cheese. Oh, die sind mal lecker. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wo wir heute Nacht bleiben. Mal ein Hotelzimmer buchen. Das dauert ein bisschen. Und dann wollen wir noch mal vielleicht gucken, ob wir noch eine Mall finden. So, ich muss ganz ehrlich gestehen, seit Tag 1 freue ich mich schon darauf, diese Dinger anzubrechen. Jetzt ist es endlich soweit. Wir wollten uns das eigentlich mal an einem schönen Abend machen, aber wir sind immer, wenn wir ins Bett gegangen sind, direkt die Augen zugefallen und dann kam es nie dazu. Hoffentlich bleibt noch ein bisschen was übrig, jetzt der Family Size, dass wir uns noch einen schönen Abend machen können. Ne? Ja, wir wollen nicht alle schaffen heute hier jetzt auf dem Rastplatz. Da kennst du mich aber schlecht. So, das war relativ einfach. Wir haben ein Zimmer mit zwei Betten in dem Ort Mobile, wo wir hinwollen. 120 Euro sind $134 ungefähr und eine gute Bewertung. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Mall finden auf dem Weg und sonst fahren wir direkt in den Ort rein gleich. Dauert noch ungefähr, ich glaube, eine Stunde und eine Viertel oder sowas. Mein Ding ist auch alle mittlerweile. Können wir die Pause gleich mal abbrechen, würde ich sagen. So, wir mussten jetzt mal eben anhalten oder haben es sicherheitshalber gemacht. Der Regen ist so stark, dass der Scheibenwischer das eben nicht mehr weggekriegt hat. Und auch andere Autos, wie ich sehe, machen hier den Warnblinker an. Das war auch schon vorauszusehen. Der Himmel, oh, Gewitter, genau über uns. Ja, müssen wir ein bisschen abwarten.
halten alle an hier. Wir halten auch an. Das geht so nicht. Dann warten wir lieber ab. Also es ist wirklich echt gruselig. Also insgesamt in Amerika Autofahren, es gibt manchmal so Momente, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil der Verkehr so viel ist und manche fahren, ziehen einfach rüber wie die Idioten, die fahren alle hier, wie sie wollen. Und jetzt gerade, ey, ich habe so Schiss bekommen. Ich war so überfordert, weil man sieht wirklich vorne nichts. Ich, auf einmal so, man sieht gar nichts mehr. Man sieht ab und zu so ein paar Lichter. Nach hinten kannst du eh nicht gucken, wie die Autos hinter einem sind. Und Stefan meint nur, mach das Gebläse an. Ich denke so, also ich weiß gar nicht, wo, was soll ich hier drücken? Ich meine, das ist für mich, als würde ich in so einem Cockpit von einem Flugzeug sitzen. Ich hab ja keinen Führerschein, was man aber wohl sehen kann. Also ich bin ein bisschen, ich stand gerade fast unter Lebensangst. Ich war noch nie so, obwohl, doch schon. Aber ich war ziemlich lang nicht mehr so gestresst wie gerade eben. Und jetzt geht's richtig ab hier. Ich muss mal sagen, so einen Regen kenne ich eigentlich nur von Florida, von vor vielen Jahren. Und so wie die hier fahren teilweise. Hat schon mehrmals fast geknallt. Ja, also die kommen mit einer Affengeschwindigkeit hier vorbeigefahren. Und hier, wo wir stehen, ein bisschen weiter vor uns, da merken sie irgendwie, dass der Regen doch zu stark ist. Und dann wird abgebremst. Und das sieht aus, als ob hier jeder Wagen, der hier an uns vorbeifährt, und dann halten sich auch alle an. Also das, da muss vorne muss irgendwas sein, dass die Straße vielleicht Aquaplaning hat oder sowas. Was? Aquaplaning. Dass die Reifen auf der nassen, dass ich, guck mal, die kommen alle hier in, so ein bisschen in Schleuder, sag ich mal, mit den Hinterreifen. Ich glaube, hier ist so eine Aquaplaning-Geschichte, dass die das hier merken. Und dann bremsen die alle hier ab und dann wird der Warnblinker eingeschaltet. Angst ist überwunden. Jetzt ist die Freude da, weil wir sind an der Mall angekommen, wo wir hin wollten. Ja, wer sich wundert, was ich hier in der Hand habe, Müll haben wir aus dem Auto mitgenommen, den wir hier dann entsorgen können. Was wir auch schon oft gesehen haben, ganz viele Leute entsorgen auch ihren Müll, indem sie einfach die Autotür öffnen und alles auf die Straße schmeißen. Machen wir natürlich nicht. Ja, mal gucken, was es so gibt. Die Mall befindet sich in Mobile und das befindet sich in Alabama und ja, die Malls in Amerika sind ja riesig und so auch die Schuhauswahl. Dennoch habe ich mich für stinknormale Air Force entschieden, aber ich habe halt welche aktuell gebraucht. So, ich habe mir Schuhe gekauft. Ich weiß, Air Force kann man in Deutschland auch ganz easy kriegen, hatte ich auch schon, aber aktuell brauche ich Air Force und ja, wenn die halt aus Amerika kommt, ist es nochmal für mich was etwas Besondereres und ja, die ziehe ich jetzt an. Oh, ja, das erstmal klimatisiert. Aber eingecheckt sind wir und jetzt geht's auch direkt los mit der Roomtour. Ich würde sagen, wir fangen da an, wo wir immer anfangen, im Badezimmer. So, wie immer, Waschbecken im separaten Raum, aber gehört irgendwie auch mit zu dem Badezimmerabteil. Gucken wir mal weiter, so ist eigentlich ganz gut räumlich, viel Platz. Dann haben wir hier, ja, auch viel Platz auf der Toilette, kann man, wenn man dann hier sitzt und sein Geschäft erledigt, kann man auch noch die Beine ein bisschen so. Und ja, hier ist eine ganz basic Dusche, die gleichzeitig eine Badewanne ist. Dann gehen wir weiter.
Boah, es gefällt mir richtig gut hier, dieser Look irgendwie. Oh, hier läuft gerade Harry Potter in diesem Schrank drin. Also das sieht, also der Look von dem Zimmer ist irgendwie echt geil. Also echt gemütlich. Dann haben wir hier das erste Queen. Das ist aber wirklich ein richtiges Queen-Size-Bett. Da schmeißen wir gleich erstmal drauf. Dann haben wir hier so einen typischen, ja inzwischen auch schon alten Wecker, wie man es kennt. Das nächste Queen-Size-Bett und dann haben wir hier so einen gemütlichen Sessel. Boah, da versinkt man bestimmt richtig drin. Einmal. Oh. Boah, das ist bequem. Also bequemer als jeder Gaming-Chair. Und dann ein nettes Fenster. Hotel hier in Mobile, das heißt Malaga Inn, haben wir echt Glück gehabt. So ein richtig schönes, altes, ehrwürdiges Haus, würde ich sagen. Richtig gemütlich alles. Und direkt vor dem Hotel ist dieser Platz hier, dieser Spanish Plaza. Ungelogen, genau das alles wollte ich auch sagen, als ich gerade die Kamera angemacht habe. Aber Stefan dann einfach angefangen hat zu quasseln. Ja, siehste? Ja, ist halt so. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann kannst du jetzt ein bisschen weiter erzählen. Ich hab nichts mehr. So, jetzt sind wir bei Checkers, eine Kette, die wir schon öfters gesehen hatten, aber noch nie zugekommen sind, hier Burger zu verköstigen. So, erstmal natürlich alles hier unterlagemäßig machen. Ah, es fehlt alles weg. Dann müssen wir uns eben ein bisschen beeilen. Erstmal haben wir hier noch ganz schön heiße Fries. Einmal für mich. Einmal für Stefan. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das Ganze auseinanderhalten können. Es ist ja so, dass ein Burger am Tag nicht reicht. Heute haben wir nochmal zwei Burger gegessen. Ich hatte einen mit Bacon. Aber die rutschen hier aus der Hand. Ein Burger. Zweiter Burger. Jetzt müssen wir nur gucken, welcher ist. Draufstehen tut es ja nicht, oder? Ich weiß noch ungefähr, wie die Bilder aussahen. Ja, ganz schön fettig, das Ding, merke ich. Also es schmiert ganz schön. Der eine Burger sieht so aus. Stefan, guck dir irgendwo hin. Was? Ist was? Ich glaube, das hier ist mein Burger und der hier ist Stefans. Da kenne ich an dem Käse, weil der Käse unterschiedliche Farben hat und das war so auf den Bildern abgebildet. Und jetzt lassen wir uns das Ganze lecker schmecken. So,
Zurück im Hotelzimmer, den Burger bei Checkers konnte ich nicht genießen. Ich habe ihn einfach nur einmal oder zweimal angebissen, habe ich ihn weggeschmissen. Nicht, weil er mir nicht geschmeckt hat, sondern weil ich einen dermaßen großen Schrecken bekommen hatte und mir der Appetit wirklich komplett vergangen war. Was ist passiert? Wir haben heute im Laufe des Tages zweimal getankt und haben an der Zapfsäule, wie man es hier so macht, mit der Karte bezahlt, mit unserer Mastercard. Und als wir bei Checkers waren, auf unser Essen gewartet haben, habe ich dann auf mein Handy geguckt und da tauchen dann immer die Sachen auf, die man kürzlich mit der Karte bezahlt hat. Und da habe ich dann voller Schrecken gesehen, dass einmal fürs Tanken $275 abgebucht wurden. Der eigentliche Tankpreis lag bei $18. Und dann haben wir nochmal getankt und da wurden dann $175 abgebucht und der Tankpreis fürs Benzin lag bei $24. So, und da habe ich so einen Schrecken bekommen. Ich wusste nicht mehr, was wir machen sollten, wie das angehen kann. Ich habe schon unseren Roadtrip, war für mich schon gedanklich beendet. Wir müssen ja noch mehrere Male tanken, ist ja das Ding. Ja, und das hätten wir ja, keine Ahnung, ich hätte auch nicht beruhigt hier weiter rumfahren können, wenn ich gewusst hätte, dass jedes Mal beim Tanken hier horrende Summen abgebucht werden. Ich meine, wir haben ja schon im letzten Roadtrip erlebt, dass die Kreditkarte ja auch bei einem bestimmten Limit gesperrt werden kann. Und das wäre somit ja viel, viel schneller erreicht, wenn es überhaupt erreicht werden muss. Ja, genau. Also dann haben wir, ja, wir haben ja den Bon gehabt zum Glück. Ich habe schon gedacht, haben die vielleicht da auch schon falsch abgebucht. Auf jeden Fall haben wir bei Mastercard angerufen. Das war sehr schwer, da durchzukommen. Weil es in Deutschland 3 Uhr in der Nacht war. Ja, genau. Wir sind jetzt hier 7 Stunden zurück. Auf jeden Fall sagte man mir dort, was ich echt nicht wusste, das ist ein ganz normaler Vorgang. Wenn man an der Zapfsäule bezahlt, wird immer das höchste Limit, was die Tankstelle wohl abbuchen kann, wird erstmal von der Karte vorgemerkt. Aber abgebucht wird dann letzten Endes nur das, was man wirklich vertankt hat. Also das ist mir so bisher nie aufgefallen und ist es auch nicht überall so. Auf jeden Fall ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Was ist mir passiert? Oh. Ach du. Was ist das? Das ist ein altes Hotel. Und dementsprechend alt sind wohl auch die Möbel. Hat ja alles seinen Charme. So, aber kriegen wir gleich wieder irgendwie hin. Gebrochen. Ja. Ich habe mich da nur angelehnt. Ja, egal. So, das war's für heute. Morgen geht's dann weiter.